Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Impuls. Menschlichkeit, Leben, Sprache, steckt da ganz viel drinnen. Viviane und Joachim geben uns einen Impuls dazu. Bitte. Hallo Georg, danke schön. Mein Vater fängt an, hat er gesagt. Vielen Dank, lieber Georg. Schön, dass du da bist, Viviane. Sprache, ich befasse mich ja seit fast 40 Jahren mit dem Thema Sprache und Sprache ist, entwirft Bilder. Das heißt, wenn wir Bilder haben, mit denen wir andere Menschen einladen, in denen andere Menschen auch eine Bedeutung haben und unsere Bedürfnisse zur Sprache kommen, dann erleben wir die emotionale Kraft der Sprache. Und darum geht es mir. Und da bin ich auch eingestiegen vor ungefähr 15 Jahren ins Coaching. Ich habe nicht die Sprache, sondern ich bin mit der Stimme eingestiegen. Und ich habe gemerkt, durch die Stimme, wenn ich daran arbeite mit den Menschen, kommen sofort Gefühle und Emotionen hoch. Und da ergänzen mein Vater und ich uns in der Arbeit wundervoll. Und da hatten wir mit dir, Georg, zu dem Thema eben Menschlichkeit. Wie können wir mehr Menschlichkeit in Unternehmen auch leben? Und da ist die Sprache ein großer Teil, die Stimme und die Gefühle. Also genau das, was wir hier machen gerade und das Zuhören. Wir hören uns zu, wir reden miteinander, wir fühlen miteinander. Und genau das ist es, worum es geht, auch in unserem längeren Interview oder in unserem längeren Gespräch, was wir aufgenommen haben. Was braucht es, damit wir uns wieder wirklich fühlen als Menschen? Und da brauche ich nicht meine private Geschichte ins Unternehmen mit reinnehmen. Da geht es darum, dass ich mich mit meiner ganzen Persönlichkeit einbringe und spreche und mit einem ganzheitlichen Ausdruck, einfach mit meinem persönlichen Ausdruck da bin. Ja, mit Sprache können wir Menschen einladen. Wir können Menschen aber auch von uns wegstoßen, ja, oder uns abgrenzen. Abgrenzung hat ja auch einen sehr positiven Moment. Aber wie einladend ist meine Sprache? Und nicht nur die gesprochene Sprache, auch die Körpersprache. Welche Worte verwende ich? Welche Gefühle sind hinter den Worten? Sich das anzusehen, ist für mich sehr spannend. Und unser ganzer Körper, unsere ganze Mimik, unsere zum Schluss dann eben die Worte drücken das aus, was im Hintergrund bei uns wirkt. Und wenn im Hintergrund eine Emotion wirkt, dann drückt sich das aus. Wenn im Hintergrund ein gutes Gefühl wie die Freude wirkt, drückt sich das aus. Und das werdet ihr nochmal erfahren in der Tiefe in dem Video, was wir, ich weiß nicht, Georg, ich glaube, es war ungefähr eine Dreiviertelstunde, halbe Dreiviertelstunde, oder 55 Minuten. 55 Minuten sogar, wow. Genau, das werdet ihr dann in der Tiefe wirklich nochmal erfahren. Da reden wir ganz viel drüber. Und das hier ist so ein ganz kurzer Impuls einfach, damit ihr, wenn ihr es kauft, wisst, worum geht es eigentlich, was kauft ihr da eigentlich und wofür. Dafür, dass wir wieder mehr in Kontakt mit uns selbst kommen und mehr in Kontakt mit den anderen Menschen. Schön, dass wir das zu dritt machen. Viviane, Joachim, vielen, vielen, vielen Dank. Ihr beantwortet auch Folge der Freude. Das ist unser gemeinsames Anliegen. Und warum das so wichtig ist und eine aufbauende Energie ist, all diese Dinge in den Impuls von euch sehr, sehr begeistern. Vielen, vielen Dank euch. Dankeschön.